Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag von Eulen und Lerchen: Wie tickt unsere innere Uhr? Von Professor Till Rönneberg. Gehalten am 27. März 2012 im Haus der Wissenschaft in Bremen. Vielen herzlichen Dank für diese viel zu lange Einführung. Nein, ich finde immer nur Einführungen. Ich finde die Einführungen, die sagen, jetzt redet jemand über die innere Uhr, finde ich immer am nettesten eigentlich, weil alles andere ist peinlich, wenn man das hört. Sie haben mir aber eine gute Vorlage geleistet. Und zwar haben Sie zwei große Fehler gemacht, den Sie nicht alleine machen, sondern den machen alle. Sie haben gesagt, dass die Zeit umgestellt worden ist. Das ist nicht richtig. Sondern es sind nur die Uhren umgestellt worden. Das machen wir aber alle. Die Tagesschau hat am Sonntagabend oder am Samstagabend gesagt, jetzt sind die Tage wieder länger. Ist auch nicht richtig. Das Problem, und das werden Sie heute alle hoffentlich verstehen, ist nämlich folgendes. Bis auf so ein paar Nischen werden diese Uhren umgestellt. Und zwar einfach nur, weil es einen Beschluss gibt von, ich habe immer noch nicht verstanden, wirklich von wem. Ja, es gibt einen Beschluss, der ist mittlerweile europaweit, dass wir zwischen Ende März und Ende Oktober alle eine Stunde früher zur Arbeit gehen. Und damit wir das nicht merken, werden die Uhren umgestellt. Sonst ist nichts passiert. Die Tage werden nicht länger. Sie haben gesagt, die Nacht ist kürzer. Die Nacht ist nicht kürzer. Ihr Schlaf ist kürzer. Die Nacht nicht. Aber das sind alles die Dinge, die so in uns drin sind, dass wir sie nicht merken. Es ist ein Abendvortrag und deshalb... Nix. Ich wollte Ihnen zunächst einmal einen Prolog in Form eines Filmes liefern. Es ist ein kurzer Film, aber ich habe ihn noch kürzer gemacht. Ich habe nämlich etwas ganz Gemeines gemacht. Ich habe ihn in zwei Hälften geteilt. Das heißt, die Auflösung dieses Films sehen Sie nicht. Ich zeige sie Ihnen am Ende des Vortrages, aber bitte erinnern Sie mich dran, weil manchmal vergesse ich es. Aber dann sind Sie selber schuld. Also es geht in diesem Film, der hat auch Ton, aber der ist nicht wichtig und er hat englische Untertitel. Es ist ein Motorradfahrer, der kommt an einem Feld vorbei. Dort liegt ein Bauer neben seinem männlichen Esel und der Motorradfahrer fragt den Bauer, wie viel Uhr es ist. Worauf der Bauer einen Griff an das Skrotum des männlichen Esels macht und dem Motorradfahrer genau sagt, wie viel Uhr es hat. Das ist das Lesen einer biologischen Uhr. Das sind so die Themen, die ich abarbeiten möchte mit Ihnen. Eine Einleitung in die innere Uhr und dann die Epidemiologie, also die sozusagen die volksweite Kunde und Erforschung der inneren Uhr. Der wichtige Gegensatz zwischen dem, was die innere Uhr, die Natur in uns will und das, was unser Arbeitgeber von uns will, also die soziale Zeit, das, was wir sozialen Jetlag nennen, da komme ich dann drauf. Dann, um Ihnen zu zeigen, warum es diesen sozialen Jetlag überhaupt gibt, möchte ich Ihnen zeigen, dass Sie ganz normale Säugetiere sind und daher Ihre innere Uhr nicht durch Ihre Disziplin und nicht durch Ihre Armbanduhr, sondern durch den Licht-Dunkel-Wechsel synchronisiert wird. Und dann wird es ein bisschen spannender, weil dann gehen wir in einen Bereich, den ich sehr, sehr gerne jetzt mache und in dem wir sehr viel modellieren und damit versuchen, die innere Uhr, aber auch die Aktivitäten und Schlafrhythmen von vielen, vielen Menschen draußen in der realen Welt zu messen, sie zu benutzen, um die Innenzeit von Menschen voraussagen zu können
Und schließlich die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, anwenden im Alltag, zum Beispiel in der Schichtarbeit. Das erste Dia zeigt Ihnen ein Experiment, das historisch ist. Das ist ein Experiment, das von Aschoff im Max-Planck-Institut von Erling Andex in den 60er Jahren durchgeführt worden ist. Er ist einer der Pioniere der Chronobiologie, der Biologie also, die sich mit den Zeiträumen beschäftigt. Und dieses Experiment beinhaltete einen Bunker, das heißt ein Apartment, gebaut in einen kleinen Hügel, und der war abgeschirmt von allem, was man sich nur vorstellen konnte, und hat somit eine zeitlose Umgebung geschaffen, eine zeitliche Isolation. Und in diesem Bunker lebten Versuchspersonen bis zu weit über einem Monat, aber die meisten von ihnen fast einen Monat oder einen Monat. Die erste Woche war immer Eingewöhnungszeit, da waren die Türen noch offen. Man hatte Kontakt zu draußen, man konnte auch rausgehen und wieder reingehen. Man lebte also in einem Apartment mit einer offenen Tür. Und Sie sehen hier stilisiert einen Licht-Dunkelwechsel hier in der ersten Woche. Und hier unten ist übrigens die Lokalzeit mehrfach aufgetragen. Sie werden gleich wissen, warum. In diesem Licht-Dunkelwechsel, also von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens Dunkelheit, von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends Helligkeit, nur als Symbol. Und hier dieser Strich ist gezogen durch die Mitte der täglichen Schlafepisoden. Und im Schnitt, das wechselt natürlich von Tag zu Tag, aber im Schnitt ist die Mitte der täglichen Schlafepisoden, also die Schlafmitte, immer um die gleiche Uhrzeit ungefähr. Und jetzt wurden die Schleusen geschlossen und die Probanden kamen in zeitliche Isolation. Und was Sie sehen, ist, dass kein Chaos eintritt, aber nun die mittleren Schlafzeiten, die Mitschlafzeiten, jeden Tag ein bisschen später waren. Das heißt, die Menschen haben dort einen 25-Stunden-Rhythmus in dieser zeitlichen Isolation gelebt. Deshalb wandert dieser Strich nach rechts weg und deshalb brauchen wir auch hier unten öfter die Lokalzeit, sonst müsste das immer unterbrochen werden und das würde nicht schön aussehen. Das ist nun eine Versuchsperson, die zeigt, dass es also ohne Außenzeit man eine Innenzeit hat, man hat eine innere Uhr, man schläft ein Drittel des Tages, man ist wach zwei Drittel des Tages im Durchschnitt und man macht das mit einer großen Regelmäßigkeit, nur nicht genau einen Tag lang, nur nicht genau 24 Stunden lang. Und daher wird dieses Phänomen auch Zirkadian genannt, ungefähr einen Tag. Das ist also die zirkadiane innere Uhr, die ungefähr einen Tag baut, nachdem sich der Körper dann richtet. Jetzt ist das eine Versuchsperson. Wenn man sich unterschiedliche Versuchspersonen anschaut, dann haben die nicht immer den gleichen Innentag von 25 Stunden, sondern manche sogar noch länger. Und manche ganz wenige zeigten auch manchmal einen Tag, der etwas kürzer als 24 Stunden war. Das gab so eine Glockenkurve, eine Verteilung, wie lang der Tag eines Individuums in der Bunkersituation in der zeitlichen Isolation war, so wie es immer bei biologischen Phänomenen ist. Die innere Uhr ist ein biologisches Phänomen, das man zurückführen kann auf die ersten Zellen, die auf diesem Planeten entstanden sind, die Prokaryonten, die noch Photosynthese betreiben, haben schon damals eine innere Uhr entwickelt und alle anderen Lebewesen haben sie auch und wir eben auch. Jetzt aufmerksame Beobachter werden feststellen, dass es einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen der Länge der Tage, die Menschen in zeitlicher Isolation verbringen, und der Phase, in der sie sich in den Tag-Nacht-Rhythmus einbetten. Manche, die mit den kurzen Innentagen, haben einen 24-Stunden-Rhythmus, wenn sie synchronisiert sind mit dem Licht-Dunkel-Wechsel, aber der liegt relativ früh im Vergleich zu denen, die längere Tage haben. Das heißt also einen systematischen Zusammenhang, je länger ihr Innentag, desto später wird sich ihre innere Uhr in den Tag einbetten. Noch ein kleiner Film, der Ihnen einfach zeigt, dass es ein Zentrum für diese innere Uhr im Gehirn gibt und dass diese innere Uhr gestellt werden muss durch Licht. Und dieses Licht kann nur über die Augen, über die Netzhaut und den Sehnerven zu diesem kleinen
paarigen Kern, den nennen wir suprachiasmatischen Nukleus, weil er über dem optischen Chiasma liegt. Der kriegt also die Informationen des Lichtduckelwechsels und hat jetzt ein neuronales Netzwerk von inneren Uhren, die einen richtig schönen Innenzeittakt, Tagestakt machen und diese Information an alle Zellen im Körper weitergibt, denn es gibt keine Zelle in ihrem Körper, oder vielleicht gibt es eine, von der wir noch nichts wissen, aber alle die Zellen, die man bisher angeguckt hat, zeigen, dass wenn ich sie aus dem Verbund, also aus dem Organ nehme und in eine Petrischale lege, dass sie alle eigenständig den inneren Rhythmus auch weitermachen können. Das heißt, dieses Zentrum im Gehirn schaut nach draußen, synchronisiert sich mit der Umwelt und ist gleichzeitig sozusagen der Tag-Nacht-Wechsel für alle anderen Uhren im Gehirn und sagt ihnen, wie viel Zeit es hat. Diese Uhr da oben, obwohl die richtiger ist als die Uhr hier, kommen wir noch darauf, warum die richtiger ist, weil die ist nämlich näher an dem, wenn die Mitternacht zeigt, dann ist das näher an Mitternacht dran, als das, was die Uhren an ihren Handgelenken, so sie umgestellt worden sind, letzten Sonntag zeigen. Das ist eine ganz falsche Zeit, die Uhren nach der Zeitumstellung zeigen. Das Wichtige ist, dass man versteht, dass alles, was in ihrem Körper abläuft, also auch die individuellen Unterschiede zwischen Leuten, die sich früher und später in den Tag einbetten, die gesamten biologischen Vorgänge, die in ihnen ablaufen, also vom Anschalten der Gene bis zum Metabolismus oder Hormone, die irgendwelche Verhalten steuern, all dies steht unter der Kontrolle der Innenzeit und nicht der Kontrolle der Außenzeit. Und das ist sehr, sehr wichtig. Hier sind ein paar Beispiele, also Katecholamine, Cortisol, Kalium ganz einfach im Urin, Elektrolyte im Urin, die Körpertemperatur, all diese physiologischen und biochemischen Parameter schwingen in einem Tagesrhythmus. Und zwar nicht nur, weil jemand schläft oder wach ist, sondern auch, wenn man sie wach lassen würde für 48 Stunden, würde man feststellen, dass die weiter schwingen. Aber es gibt auch psychologische oder psychometrische Rhythmen, die schwingen. Zum Beispiel die Zeitschätzung oder die Geschwindigkeit, mit der sie mit dem Finger schnippen oder tapsen, tippen oder ihre Griffkraft oder ihre feinmotorischen Fähigkeiten, wo auch immer sie hingucken. Das ist alles unter Kontrolle der inneren Uhr und zwar ihrer individuellen inneren Uhr. Jetzt haben Sie gesehen, in diesem Bild haben Sie gesehen, dass es eine Variation gibt in diesen, wie wir das nennen, Chronotypen, also wie sich Menschen in den Tag einbetten. Jetzt Bunkerversuche sind sehr, sehr teuer und man erreicht nicht sehr viele Leute, man kann nicht sehr viele Leute untersuchen. Und deshalb haben wir angefangen, eine Epidemiologie zu betreiben, indem wir ganz einfach begonnen haben, Leute zu fragen, wann sie an Arbeitstagen, getrennt gefragt, von freien Tagen, ins Bett gehen, wie lange sie dann noch irgendwas im Bett machen, wann sie sich dann vorbereiten, um einzuschlafen, wann sie dann nach welcher Zeit sie nach Schlaflatenz einschlafen, wann sie aufwachen und wann sie aufstehen. Wir haben das mit Bildchen bebildert, denn wir haben ganz am Anfang festgestellt, es gibt horrende Unterschiede in der Art und Weise, wie man diese Fragen interpretiert. Wir hatten zum Beispiel jemand gesagt, der hat jemand geantwortet, der geht um 10 Uhr abends ins Bett. Und auf die Frage, wann er sich fertig macht zum Schlafen, hat er gesagt, um 6 Uhr abends. Das verstehen wir jetzt aber nicht. Dann hat er gesagt, ja, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich meinen Schlafanzug an. Deshalb begleiten wir das also mit Bildern. Und wir kriegen aus diesen ganz wenigen Antworten, kriegen wir ein unglaublich wichtiges Bild von dem Verhalten, dem zeitlichen Verhalten der Menschen. Sie können diese Fragen auch beantworten unter www.theweb, also theweb.org. Und dann bekommen Sie ein PDF zurück. Ich muss zugeben, gestern hat jemand gesagt, er hätte das PDF nicht bekommen. Und da ich immer auf Reisen wäre, hätte er gedacht, das dauert ein bisschen länger. Ich muss Ihnen sagen, ich mache diese PDFs nicht, sondern das haben wir so geregelt, dass der Computer die macht. Sie sollten sie sofort bekommen. Sie werden auch sehen, warum wir das nicht machen können, weil es mittlerweile ziemlich viele Leute gibt, die diese Webseite benutzen. Sie kriegen aber eine individuelle Rückmeldung, wie sie stehen zum Rest der Bevölkerung.
Das ist sozusagen das Entstehen einer Weltkarte des Schlaf-Wach-Verhaltens. Und mittlerweile haben wir 130.000 Leute in der Datenbasis. Und morgen haben wir immerhin 200 mehr, oder? Oder 180 mehr? Die Punkte sind ein bisschen irreführend, denn obwohl das hier so aussieht, als ob wir fast die ganze Ostküste Amerikas abdecken, das sind meistens nur einzelne Einträge, sehr wenige. Auch dieses England hier oben ist eine horrende Übertreibung, denn dort gibt es vielleicht 1.000 Einträge, während es allein in Deutschland ungefähr 70.000 gibt. In Österreich dementsprechend der Bevölkerungsgröße etwas weniger, aber auch fast genau dieselbe Prozentsatz. Schweiz, Holland, der Kontinent ist sehr, sehr gut abgedeckt und wir versuchen eben jetzt uns auszubreiten, auch nach Asien und nach Australien und Neuseeland. Und was man machen kann, wenn man so viele Zahlen hat, werden Sie jetzt gleich sehen und man kann ganz viel herausfinden über die Biologie des Menschen, weil man eben sehr systematische Zusammenhänge machen kann zwischen den Fragen, die wir stellen und den vielen Leuten, die wir befragen. Da ist es egal, ob das mal einen Ausreißer gibt. Die Durchschnittswerte von Tausenden von Leuten sagen uns sehr genau, was da passiert. Was Sie jetzt hier sehen, ist zunächst einmal hier oben, wie wir uns an die Berechnung des Chronotyps heranarbeiten. Wir wollen ja letztendlich, das war auf dem ersten Bild schon zu sehen, irgendeinen Zeitpunkt im Innentag haben, an dem wir eine Uhrzeit festmachen können. Und das geht am besten mit den Daten, die wir hier sammeln, wenn man die Mitte des Schlafes nimmt. Und zwar nicht die Mitte des Schlafes, den Sie schlafen müssen, an einem Montag oder Dienstag, sondern in die Mitte des Schlafes, an dem Sie keine Verpflichtungen haben. Das heißt, Sie können von alleine bestimmen, wann Sie ins Bett gehen und von alleine bestimmen, wann Sie aufwachen. Wir kriegen immer wieder Meldungen, ja, was machen denn Familien mit kleinen Kindern? Die müssen sich halt überlegen, was sie machen würden, wenn die kleinen Kinder nicht schreien. Und außerdem bin ich der Meinung, dass in jungen Familien sollte auch immer mal einer einen freien Tag bekommen und ausschlafen dürfen. Und dann kann man auch feststellen, wann man dann einschlafen würde. Also Beispiel, wenn jemand um 1 Uhr nachts einschläft, nicht ins Bett geht, einschläft und um 9.30 Uhr aufwacht, dann wäre die Mitte des Schlafes an freien Tagen, das ist dieses MSF, wäre 16:45. Das ist jetzt eine Zeit, die wir festmachen. Und wenn wir jetzt in der Bevölkerung gucken, wie diese Mitte des Schlafes verteilt ist, dann bekommen wir diese Verteilung. Das ist fast eine Glockenkurve mit einer bisschen, mit einer leichten Lastigkeit hin zu späteren Zeiten. Und Sie sehen, dass die extremen Lärchen, die also eine Schlafmitte von fast Mitternacht haben, dass die gibt es auch, die sehen Sie nur hier nicht, weil das sehr wenige sind. Jemand, der eine Schlafmitte von Mitternacht hat, der geht um 8 Uhr abends, schläft um 8 Uhr abends ein und wacht freiwillig um 4 Uhr morgens auf. Davon gibt es wenige, aber sie gibt es. Und dann gibt es immer mehr von diesen Menschen, die doch auch relativ früh ins Bett gehen, wenn sie gelassen werden. Und Sie sehen, dass die größte Kategorie, das sind also nicht die meisten, das ist ja immer falsch gesagt, der höchste Balken ist zwar die größte Kategorie, aber es sind nicht die meisten Menschen, geht ungefähr schläft zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr. Das heißt, die haben so eine Schlafmitte um 4.30 Uhr. An freien Tagen. Das ist ziemlich spät. Also das hatten wir damals nicht erwartet, dass das Gros der Bevölkerung so spät ist. Aber Sie sehen, dass es rechts davon noch ganz, ganz viele, und da ist der Schwanz, der sich da verlängert, noch größer, dass es ganz viele Menschen gibt, die noch viel später in ihrer Innenzeit sind. Die Extreme sind immerhin praktisch 12 Stunden auseinander in der Bevölkerung. Jetzt ist es so, ich habe Ihnen schon angedeutet, diese innere Uhr ist sowohl ein angeborener Mechanismus, das heißt individuelle Unterschiede, das wissen wir, dass das an Genen liegt, aber gleichzeitig spielt, wie Sie noch sehen werden, die Licht-Dunkel-Situation, die Zeitgeber, wie wir das nennen, das sind also die Informationen der Umwelt, die die innere Uhr benutzt, um sich an diese 24-Stunden-Rhythmus zu synchronisieren, die spielen auch eine große Rolle, das werden Sie noch sehen. Aber etwas anders spielt noch eine Rolle, wie vieles, was wir entdecken, total trivial ist. Nur hatten wir es weder erwartet,
noch wurde es jemals so genau quantifiziert. Und das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Vorweg, das Triviale daran ist, dass wir entdeckt haben, dass Teenager relativ spät ins Bett gehen. Das wussten wir, die Älteren unter uns wissen das mindestens zweimal, einmal, weil wir selber Teenager waren oder weil wir Teenager hatten, bei denen wir das beobachten können. Diese Grafik zeigt Ihnen, wie sich die innere Uhr oder die Lage der inneren Uhr, der Chronotyp also, entwickelt vom 10. Lebensjahr bis zum 80. Lebensjahr. Die blauen Pünktchen sind die Buben und die rosa Pünktchen sind natürlich die Mädchen. Und Sie sehen, alle werden von der Kindheit in die Pubertät kommend und dann auch noch darüber hinaus in der sogenannten Adoleszenz immer später. Rapide später. Was aber keiner wusste, ist, dass es da epidemiologisch gesehen einen klaren Umkippzeitpunkt gibt. Und der ist bei Männern ungefähr 21 bis 21,5 und bei Frauen ungefähr 19,5. Ganz typisch, Frauen sind in ihren körperlichen Entwicklungen immer den Männern voraus. Und auch hier kippen die Frauen um und werden ab dem 19. bis 20. Lebensjahr wieder früher. Die Männer ab dem 21. Lebensjahr, die werden also immer früher wieder ihr ganzes Leben, bis sie sozusagen zur senilen Bettflucht wiederkommen. Die senile Bettflucht zeigt, dass sie wieder so früh sind, wie sie als Kind waren. Und man sagt ja immer, das Leben ist ein Zyklus, man braucht auf dem einen als auch auf dem anderen Ende eine Windel zum Beispiel. Und haben auch dieselbe Zeit. Interessanterweise sind dadurch, dass Männer etwas länger spät werden in ihrer Adoleszenz, sind sie statistisch gesehen über das ganze Leben hinweg auch spätere Chronotypen. Werden allerdings auch schneller seniler über die Zeit hinweg. Und interessanterweise scheint dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen, der scheint irgendwo auch wichtig zu sein. Denn wenn in dem Alter, wo es nicht mehr wichtig ist, ob man Frau oder Mann ist, sind alle wieder gleich, ab 52. Hier haben wir etwas ganz Wichtiges quantifiziert. Sie sehen, es wird um 2 Stunden oder fast um 2,5 Stunden werden die Menschen später, wenn sie Teenager werden. Ich sage auch immer, dass wir was anderes hier mitbewiesen haben. Bitte nehmen Sie das nicht ganz, ganz ernst. Wenn Sie sich nämlich mal diese Grafik angucken, dann können Sie sehen, warum wahrscheinlich statistisch gesehen Männer meistens jüngere Frauen heiraten. Die können nämlich zusammen frühstücken. Die sind die gleichen Chronotypen. Ja? So, das war der Schlafzeitpunkt. Jetzt haben Sie hier eine ähnliche Verteilung und das ist die Schlafdauer, die Schlaflänge. Und es ist im Deutschen ja eine Schande, denn wir sind eines der logischsten Völker, die wir kennen, dass wir in unserer Sprache so unglaublich schlampig sind. Und ich werde heute noch, ich hatte sich immer noch nicht umgesprochen bei den Journalisten, die rufen mich heute noch an und sagen, ich will mit Ihnen ein Interview über Frühaufsteher und Langschläfer halten. Früh ist nicht der Gegensatz zu lang. Spät ist der Gegensatz zu lang und spät ist der Gegensatz zu früh und kurz ist der Gegensatz zu lang. Es ist nämlich so, dass unter den Frühtypen es genauso viele Kurz- oder Langschläfer gibt wie unter den Spättypen. Also von wegen Frühaufsteher und Langschläfer. Der Langschläfer hat noch gearbeitet, als der andere schon gepennt hat. Die sind nämlich nicht fauler, wie das diese moralische Bezeichnung oder dieser moralische Satz impliziert. Aber Sie sehen, die Verteilung ist hier auch ziemlich breit. Es gibt Menschen, die kommen mit 3 oder 4 Stunden Schlaf aus. Davon gibt es sehr wenige. Die meisten brauchen ungefähr zwischen 7 und 8 Schlaf. Und zwar ist das der wöchentliche Durchschnitt. Sie werden gleich sehen, dass das sehr wichtig ist. Im wöchentlichen Durchschnitt. Manche Menschen brauchen 11 bis 12 Stunden. Also es gibt da auch einen horrenden Unterschied. In diesem Fall
haben wir ein bisschen eine Lastigkeit in Richtung Kurzschläfer und nicht wie bei der zeitlichen Schlafverhalten in Richtung Spätschläfer. Auch das ist genetisch. Es sind zwei genetische Eigenschaften des Menschen, die voneinander unabhängig sind. Wir haben gerade vor kurzem zeigen können, in einer Riesenstudie haben wir ein Gen identifiziert, das bisher noch nicht bekannt war, das an der Schlaflänge irgendwo beim Individuum mit rumschraubt. Sie brauchen nicht verstehen, was hier gezeigt wird. Da heißt es nur, wir haben in vielen, vielen Genen nachgeguckt und haben ein einziges gefunden, wo es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Schlafdauer des Individuums gab und der Variante des Gens, das wir untersucht haben. Da gab es also einen Zusammenhang, ein einziges. Jetzt muss man sehr skeptisch sein gegenüber solchen Untersuchungen, denn wenn man nichts findet, muss das nicht heißen und wenn man was findet, muss das auch nichts heißen. Aber wir hatten großes Glück. Und zwar haben wir in Konsortien zusammengearbeitet, wir haben große Teams gebildet. Und in diesen Teams gibt es eben auch Leute, die sich wunderbar auskennen mit der Erforschung der inneren Uhr und des Schlafens bei Fliegen, bei der Taufliege. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir haben da beim Menschen so ein Gen entdeckt, einen Kaliumkanal. Und dieses Gen wissen wir, dass es davon auch eins in der Taufliege gibt. Könnt ihr das mal schweigen lassen, dieses Gen? Könnt ihr das runternocken, wie wir das in der Wissenschaft so sagen? Knock it down. Und was Sie hier sehen, ist jetzt nicht die Aktivität zwei Tage hintereinander. Das ist ein sogenannter Doppelplot. Das ist Tag 3 und 4 des Experiments. Das ist eine Schlafepisode dieser faulen Drosophila. Die sind nämlich nur aktiv um die Dämmerungsstunden und pennen den ganzen Tag über und pennen die ganze Nacht. Die Daten, die Sie hier rechts sehen, sind genau dieselben Daten wie hier. Das trägt man doppelt auf, damit man sieht, wenn was über die Mitternachtsgrenze passiert, dass man den Übergang gut sehen kann. Also das sind normale Fliegen, Schlafzeiten, nicht Aktivität, sondern Schlaf. Die Aktivität ist hier, hier ist der Schlaf. Oder, wenn man so will, die Immobilität, das Nicht-Rumlaufen. Und jetzt haben wir diesen Fliegen, dieses Gen nicht weggenommen, aber wir haben dafür gesorgt, dass es nicht mehr exprimiert wird. Und was Sie sehen, ist, dass der Tagschlaf bleibt intakt. Aber der Nachtschlaf bei diesen Fliegen wird auch viel kürzer. Das heißt, wir haben das Glück gehabt, dass wir ein Gen gefunden haben. Und an solchen Phänomenen wie Schlafdauer sind viele, viele, viele Gene beteiligt. Wir haben ein Gen gefunden, das mit Sicherheit irgendwas mit der Schlaflänge zu tun hat, denn es macht es beim Menschen und bei der Taufliege und insofern ist da mit Sicherheit was dran. So, jetzt kommen wir zu den Dingen, wir kommen wieder weg von der Taufliege und zu den Dingen, die uns etwas näher liegen. Und da will ich Ihnen jetzt ein paar Schlaftagebücher zeigen. Dies ist ein ausgesprochener Frühtyp. Die Schlaftagebuch über 6 Wochen lang, Uhrzeit 18 Uhr bis 6 Uhr und 18 Uhr. Hier ist die Nacht, da ist der Tag. Die roten Balken zeigen Ihnen die Schlaflänge an Arbeitstagen und die grünen Balken die Schlaflänge an freien Tagen. Diese Person geht in der Tat irgendwo so zwischen 8 und 9 Uhr abends ins Bett, jeden Tag. Und wacht so um 4 Uhr morgens auf. Das ist also ein echter Frühtyp. Und Sie sehen, dass sowohl das Aufwachen als auch das Einschlafen eine schöne biologische Varianz hat. Da ändert sich täglich was, aber im Mittel bleibt es immer auf derselben Zeit. Sie sehen auch, dass diese Frühtypen, da kommen wir nachher noch drauf, am Wochenende anscheinend, an den freien Tagen, ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen. Das liegt daran, dass es der größte Teil der Bevölkerung ist ja eher Spättyp. Und diese armen Frühtypen, die werden jetzt auch wieder mit einer neuen Moral belegt, nämlich der Moral der Langweiligkeit. Da heißt es an freien Tagen, jetzt sei doch nicht so langweilig, jetzt lass uns doch einmal ausgehen. Die armen Frühtypen gehen darauf ein, sie gehen weit nach dem Öffnen ihres internen Schlaffensters ins Bett. Und jetzt passiert etwas ganz Gemeines, kommt nämlich die innere Uhr und sagt, es ist 4 Uhr, aufstehen, ist mir doch egal, wann du ins Bett gegangen bist. Und das erfahren die Frühtypen an Wochenenden. So, jetzt kommen wir zu
Die Frühtypen sind bezüglich der Sozialzeiten und Innenzeiten eigentlich gehören mit zu den Glücklicheren in der Gesellschaft. Aber der noch Glücklichere ist ein Spättyp, der sich seine Arbeitszeiten selber wählen kann. Und um Ihnen mal so ein bisschen zu zeigen, was für Unterschiede es da gibt, das ist ein Frühtyp, das ist ein Spättyp. Die Bettenindustrie hasst mich dafür, aber ich sage, wir bräuchten eigentlich nur die Hälfte der Betten, denn die Belegung könnte man so machen, dass man sich nicht begegnet. Sie sehen, es gibt horrende Unterschiede. Dies ist ein Spättyp. Wieder sehen Sie, das Einschlafen und das Aufwachen ist relativ gestreut, aber immer ungefähr um dieselbe Zeit. Das ist ein echter Spättyp, der geht um 4 Uhr morgens ins Bett, also wenn der andere aufsteht, und schläft so bis 11, 12. Auch an Arbeitstagen. Und was heißt hier, boah, der schläft nur zu einem anderen Zeitpunkt. Der ist nicht fauler. So. Sie sehen, dass dieser Mensch noch glücklicher ist, denn der erfährt nicht, wenn zu dem jemand sagt, sei doch nicht so langweilig, komm noch einmal mit, dann sagt er, ja, aber dich sitze ich heute Abend immer noch aus. Also der geht mit, ohne dass er jetzt ein Schlafdefizit morgens bekommt, weil dessen innere Uhr sagt morgens um 11, jetzt musst du raus. Jetzt zeige ich Ihnen, wie es den meisten in der Bevölkerung geht. Und da hinten sitzen ein paar jüngere Leute, die sicherlich genau sehen, was da so passiert. So sieht der Schlaf nämlich bei den meisten Menschen aus. Schauen Sie sich das mal an. Dies ist keine biologische Varianz im Aufwachen. Das ist der Wecker. Und Sie sehen, dass diese Personen, und das ist wie gesagt die Mehrzahl in der Bevölkerung, kriegen an Arbeitstagen immer zu wenig Schlaf, weil die innere Uhr ihnen relativ spät sagt, schlaf, du darfst jetzt einschlafen, und dann kommt der Wecker und weckt sie auf. Die müssen an Wochenenden nachschlafen. Dieser Nachschlaf ist möglicher, ist aber nicht ganz so effektiv, wie wenn man immer in seinem eigenen Schlaffenster schläft. Das ist nämlich der bessere Schlaf. Es sieht so aus, als ob diese Menschen am Freitagabend aus einer Zeitzone, viele Zeitzonen nach Westen fliegen, also nach Ostküste Amerikas, und am Montagmorgen wieder zurück. Und da das so aussieht wie ein Flug über Zeitzonen, aber eigentlich gar keiner ist, haben wir das Ganze den sozialen Jetlag genannt. Unter diesem sozialen Jetlag leiden mittlerweile eigentlich 66, also 2/3% der Bevölkerung, mehr oder weniger. Den kann man jetzt quantifizieren. Man kann sagen, ich habe 0 Stunden, 1 Stunde, 4 Stunden sozialen Jetlag. Das kann man messen. Den Unterschied zwischen dem, was Ihre innere Uhr vorgibt und dem, was diese Uhr vorgibt, die an der Wand hängt, oder Ihr Arbeitgeber. Und jetzt kann man da mit diesen Messungen arbeiten und man kann Fragen stellen. Und zum Beispiel kann man gucken, wie viele Raucher gibt es unter denen, die keinen Social Jetlag haben, und wie vermehrt sich das oder verändert sich das, wenn man zunehmend mehr sozialen Jetlag hat. Und das ist erstaunlich robust, dieses Ergebnis. Das wären es ungefähr 12-15%, je nachdem, in welche Bevölkerungsschicht Sie schauen, unter den Menschen, Rauchern sind, die keinen sozialen Jetlag haben, finden wir unter Leuten, die also 4 Stunden und mehr haben, finden wir bis zu 60% Raucher. Das Trinken von Alkohol ist auch mit sozialem Jetlag korreliert. Und natürlich auch das Trinken von Koffein. Alles zu verschiedenen Zeiten. Der soziale Jetlag ist ein Stress und es ist nicht die Menge, die Menschen rauchen. Also entweder sie sind Raucher oder sie sind Nichtraucher, und dann ist es egal, ob wie viel sie rauchen, ob sie 3 Zigaretten oder 20 Zigaretten oder 30 Zigaretten am Tag rauchen. Das ist egal. Dass sie kein Raucher mehr sind, dass sie also zu rauchen aufgehört haben, die Chance ist umso weniger, je mehr sozialen Jetlag sie haben. Rauchen ist gegen Depressionen. Wir finden auch, dass die Depressionsraten unter den Menschen, die sozialen Jetlag haben, größer ist als unter denen, die keinen haben. Rauchen ist unter anderem ein Antidepressiva, also die medikamentieren sich sozusagen mit den Zigaretten selber. Der Alkohol hat wahrscheinlich eine gegenteilige Wirkung, dass die nämlich früher einschlafen können, als es ihre innere Uhr vorgibt. Und dann, wenn sie das geschafft haben und am nächsten Tag raus müssen, müssen sie es wieder gegensteuern mit Koffein.
Koffein ist mittlerweile längst nicht mehr Kaffee. Wie Sie an jeder Tankstelle sehen können, gibt es diese Droge in hochkonzentrierter Form in kleinen Kanistern. Die wird auch anscheinend sehr, sehr stark gekauft, denn sonst würden die nicht hier palettenweise in Tankstellen rumstehen. Die jüngste Sache, die wir entdeckt haben, ist, dass je größer der soziale Jetlag und gegebenenfalls, dass sie schon eh ein bisschen pummelig sind, wenn ihr Body Mass Index, also eher ein bisschen in die übergewichtige Richtung geht, dann ist die Chance, dass sie aus einem übergewichtig einen fettleibigen machen, wächst mit dem Anzahl der Stunden, die sie an sozialem Jetlag leiden. Wenn Sie zu den, es gibt immer Kühe und Ziegen in der Gesellschaft. Ja. Also entweder Sie sind eine Ziege, dann können Sie machen, was Sie wollen und Sie werden nicht dicker. Oder Sie sind eine Kuh, dann können Sie machen, was Sie wollen, aber Sie werden nicht dünner. Die Ziegen in uns, und das ändert sich auch im Laufe der Zeit, ich war früher mal eine Ziege. Die Ziegen unter uns reagieren überhaupt nicht drauf, auf den sozialen Jetlag. Und Sie wissen ja, dass Übergewichtigkeit eine Entwicklung ist, die überall zu einer Epidemie wird und uns große Probleme schafft. Das nächste Bild zeigt Ihnen den Zusammenhang zwischen Alter wieder, wir kommen also wieder zu der Entwicklung, und jetzt nicht dem Schlafzeitpunkt, sondern der Schlafdauer. Und die Schlafdauer, das ist ein ganz triviales Bild, das kennen auch viele und haben viele schon gezeigt, wird immer kürzer von der Kindheit bis zur Jugend. Dann im Laufe des Erwachsenenlebens wird es immer noch ein bisschen kürzer, aber nicht viel. Und dann wird es ein bisschen gestreuter, ab 65 ungefähr, und wird sogar ein bisschen länger. Dieses Bild ist eigentlich nichts Neues. Es ist aber seltsam, dass bisher in Untersuchungen nie ein Unterschied gemacht worden ist, ist es eigentlich Schlaf an Arbeitstagen oder Schlaf an freien Tagen. Und wir machen ja den Unterschied und deshalb können wir dieses Bild auflösen und ich bin froh, dass Sie alle sitzen, denn so sieht die Realität aus. Das ist das, was die Menschen, und vor allen Dingen auch die Jugendlichen, an Arbeitstagen bekommen. Und das ist das, was sie sich nehmen müssen, um ein bisschen das zu kompensieren. Diese Riesenschere zwischen dem Schlaf an Arbeitstagen, der viel zu kurz ist, und dem Schlaf an freien Tagen, der viel zu lang ist, man müsste nicht so lange schlafen, wenn man nicht so ein großes Schlafdefizit hätte. Extreme Spättypen müssen die Hälfte ihrer freien Tage verpennen, um das aufzuholen. Die haben nur die Hälfte Zeit, um irgendwas anders zu machen. Und was Sie auch sehen, ist, dass unsere Gesellschaft einen Riesenfehler macht. Denn die größte Schlafdeprivation, die sie von Menschen abverlangt, sind die Menschen, die in ein paar Jahren unsere Führungskräfte sein sollen. Die Menschen, die für uns als Bestimmer sorgen sollen, das ist die nächste Generation. Die zwingen wir letztendlich in der Schulbank einen Mikroschlaf nach dem anderen zu haben. Da gehe ich heute Abend gar nicht mehr drauf ein. Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Das ist nicht, was ich die Effizienz des Unterrichts nennen würde. Wenn wir diese Menschen, diese jungen Menschen aus der Schule holen und sie in ein Schlaflabor legen, dann zeigen sie die Anzeichen von Narkolepsie. Die fallen nämlich sofort in den REM-Schlaf. Wenn man ihnen EEG misst in der Schule, dann haben die einen Mikroschlaf nach dem anderen. Das merken sie selber nicht und der Lehrer schon gar nicht. Ich weiß endlich, warum ich früher in Situationen kam, dass irgendein Lehrer mich fragte, das können Sie sicher beantworten, aber ich noch nicht mal die Frage gehört hatte. Wir machen da einen riesen Fehler. Woran liegt das, dass wir alle so spät sind? Sie haben alle sicherlich mitbekommen, dass Wissenschaftler gezeigt haben, dass wir immer weniger schlafen. Das ist auch richtig so. Aber wieder wurde nicht unterschieden zwischen dem Schlaf an freien Tagen und dem Schlaf an Arbeitstagen. Und wir können zeigen, dass der Schlaf an Arbeitstagen in der Dauer gleich geblieben ist über die letzten 10 Jahre. Während der Schlaf an Arbeitstagen um fast 4 Minuten pro Jahr sich verkürzt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass unser Chronotyp, also unsere innere Uhr, immer später wird. Und daher gibt sie uns immer später die Erlaubnis einzuschlafen. Der Wecker klingelt aber immer noch zu durchschnittlich den gleichen Zeiten. Warum wird der Chronotypus später?
weil wir unseren inneren Uhren nicht mehr starke Zeitgeber geben. Wir sind fast nur noch drinnen. Und zwar in einem Trend, sowohl im Sommer als auch im Winter, auch fast 4 Minuten pro Jahr weniger im Bevölkerungsdurchschnitt befindet man sich draußen ohne einem Dach über dem Kopf. Und das ist der einzige Zeitpunkt, in dem sie richtig Intensität kriegen. Der Unterschied zwischen draußen ohne ein Dach über dem Kopf ist, an regnerischen Tagen haben sie 10.000 Lux, an Sonnentagen haben sie 100.000 Lux und mehr. Hier drin haben sie, wenn sie Glück haben, 80 Lux. Das ist ein Riesenunterschied. Herr Thurman hat 1913 Jugendliche mit ihrem Schlafverhalten untersucht. Er ist übrigens der Vater des IQ-Tests und hat diese Daten 1913 veröffentlicht. Und deshalb haben wir hier Verteilungen von 12-Jährigen, von 15-Jährigen, 18-Jährigen, nur um 3 Beispiele zu nennen. Das sind die Originalzeichnungen des Wissenschaftlers aus dem Paper. Damals wurde noch sehr schön handgearbeitet. Jetzt brauchen wir nur gucken und sagen, wie sieht denn das bei denselben Altersgruppen hier jetzt in Mitteleuropa aus? In ungefähr 100 Jahren schläft ein Jugendlicher im Vergleich zu früher 1,5 bis 2,5 Stunden kürzer pro Nacht. Das sind nach 3 Tagen schon wieder eine extra Nacht. Sollte uns allen zu denken geben. Die innere Uhr, und jetzt mache ich ein paar Schritte in eine andere Richtung, die innere Uhr ist sehr präzise. Die kann zum Beispiel im Verlaufe des Jahres, das ist Dezember bis Dezember, und das Gleiche nochmal aufgetragen, damit man wiederum die Übergänge gut sieht. Und das ist die Zeit der Mitschlafphase der Bevölkerung. Und Sie sehen, dass im Winter geht die Mitschlafphase wunderbar mit dem Sonnenaufgang. Und wenn die Tage zu lang werden, aber auch wenn die Sommerzeit eingeführt wird, wird dieses Mitgehen abrupt unterbrochen. Und wenn die Sommerzeit wieder abgeschafft wird im Oktober, dann fängt die innere Uhr wieder an, mit dem Sonnenaufgang mitzugehen. Es gibt also eine Saisonalität, einen Jahresrhythmus der inneren Uhr. Im Winter sind wir später dran, im Sommer sind wir früher dran. Dass das so abrupt aufhört, ist wahrscheinlich eine Kombination aus, die Tage werden einfach zu lang. Denn in manchen Gegenden in Mitteleuropa geht die Sonne eben um 4 oder um 3 Uhr auf. Und wenn wir alle mit dem Sonnenaufgang mitmachen würden, dann würden wir ja sehr, sehr früh aufwachen. Aber auch, wir glauben ganz sicher, dass es eine Störung gibt durch die Einführung der sogenannten Sommerzeit, durch die Uhrenumstellung. Und das ist immer noch eines der größten und wahrscheinlich auch kostspieligsten Experimente, die Menschen mit der inneren Uhr machen. Der soziale Jetlag hat natürlich aufgrund der Jahresrhythmik auch einen Jahresgang. Da die Arbeitszeiten im Winter nicht später sind als im Sommer, unsere innere Uhr aber später dran ist, ist der soziale Jetlag im Winter etwas größer als im Sommer. Und jetzt sollten Sie sich fragen, okay, das ist ein schönes Rauschen von einer Messgröße, einer biologischen, das ist wunderbar. Aber das hier ist kein Rauschen. Das ist ein echter Ausreißerzacken. Und warum ist der da? Und das ist ganz einfach. Mit der Einführung der Sommerzeit erhöhen wir das Gesamtlevel des sozialen Jetlags aus dem einfachen Grund, weil es nichts anderes ist, als wir alle gehen jetzt noch eine Stunde früher in die Arbeit, obwohl die innere Uhr da nicht mitmacht. Das heißt, wir machen, wie gesagt, ein sehr teures Experiment. Die Synchronisation der inneren Uhr erfolgt rein dem Licht nach. Ich habe Ihnen schon gezeigt, wie das übers Jahr geht, aber wir haben ein anderes schönes Experiment gemacht, wo wir Deutschland genommen haben und alle Einträge von Deutschland eingetragen haben. Nicht jeder Punkt ist ein Mensch, sondern manchmal Hunderte bis Tausende von Menschen. Das ist einfach nur die Orte, an denen wir Einträge haben. Wir brauchen Deutschland nicht zeichnen. Die Punkte, die Einträge zeichnen Deutschland selbst. Und jetzt haben wir den
Deutschland wie ein Toastbrot in Scheiben geschnitten und sich in jeder Scheibe von Osten nach Westen gefragt, wie früh oder spät ist denn das Gros der Bevölkerung? Und das kommt dabei raus. Wenn Sie von Osten nach Westen gehen, ist pro Längengrad die Bevölkerung um 4 Minuten später. Wie lange braucht die Sonne, um von einem Längengrad zum anderen zu kommen? 4. 4 Minuten pro Längengrad. Bei 15 Längengraden sind es 60. Eine Stunde. Diese Linie hier ist nicht etwa die Regressionslinie durch die Punkte, sondern das ist eine Parallele zum Sonnenaufgang. Sie sehen, dass alle Menschen, und das betrifft nur Menschen, die nicht in großen Großstädten wohnen, die sind ein bisschen anders. Die zeigen die ähnliche Tendenz, aber etwas schwächer und die sind alle etwas später dran. Das zeigt, dass die innere Uhr des Menschen wie die des Hamsters und wie die der Sonnenblume an dem Licht-Dunkel-Wechsel hängt und nicht an der Abendschau oder an der Tagesschau. Das kann man auch interkulturell machen. Wir haben jetzt genug Daten aus Holland und aus Ungarn, die alle in der gleichen Zeitzone sind und die fallen mit auf diese Linie. Wenn also die Sachsen-Anhalter, die von sich behaupten, dass sie die frühesten sind, wenn die sich vergleichen mit denen in Budapest, dann schneiden sie relativ schlecht ab dabei, weil die sind natürlich noch viel früher. Und zwar ganz systematisch umgeben diese 4 Minuten früher pro Längengrad, wie sie sich jetzt östlicher befinden, in derselben Zeitzone. Da fragt man sich schon, wann ist hier eigentlich Mitternacht? Nehmen Sie zum Beispiel mal diese armen Teufel hier in Santiago de Compostela in Galizien, die westliche Ecke, die westliche Grenze von Europa, von dieser Zeitzone. Die müssen hier leben nach der Prager Zeit oder nach Berliner Zeit. Das ist nämlich hier ungefähr der 15. Längengrad. Da ist es genau eine Stunde von Greenwich Mean Time entfernt. Und wenn die auf die Uhr im Sommer gucken und die Uhr sagt Mitternacht, ist es erst 21:30 Uhr abends. Eigentlich. Aber die Uhr von denen sagt schon Mitternacht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Menschen, die inneren Uhren dieser Menschen leben richten sich nach dem Licht-Dunkel-Zyklus und nicht nach dem, was die Leute in Prag sagen. Was ganz Ähnliches, gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, passiert auch von Süden nach Norden. Je weiter Norden nach nördlich sie kommen oder je weiter weg vom Äquator sie kommen, desto später werden die Menschen. Es sind die Zeitgeberstärken, die die innere Uhr früher machen, wenn sie ein Spättyp sind. Und die ihre innere Uhr etwas später sein lässt, wenn sie ein besonderer Frühtyp sind. Das heißt also, die Breite dieser Glockenkurve ist nur deshalb so breit, weil wir kaum noch Zeitgeber haben, weil wir nur noch drin sind. Und wir haben vor vielen Jahren haben wir eben gezeigt, dass die Chronotypverteilung der Menschen bei einem starken Zeitgeber eine enge Verteilung wäre, wobei die ganz frühen später werden und die späten früher werden, während sie unter schwachen Zeitgebern eine breite Verteilung ist. David Dominoni vom Max-Planck-Institut für Ornithologie untersucht zurzeit das Verhalten von Vögeln, die in der Stadt leben und auf dem Land leben. Und in dem Fall sind es Amseln. Und der hat mir, und ich habe auch gefragt, ob ich es benutzen darf, der hat mir gezeigt, was er gefunden hat, sozusagen die Chronotypverteilung von Amseln, die in der Stadt leben, und die Chronotypverteilung von Amseln, die auf dem Land leben. Wir sind Amseln. Lerchen, Eulen und Amseln. Wir leben alle unter städtischen Bedingungen. So, jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Also zumindest mir. Ich finde das, was da passiert, finde ich ganz, ganz spannend. Wir haben nämlich kleine Messgeräte, mit denen wir die Aktivität einfach aufzeichnen. In dem Fall über 8 Wochen hinweg. Von vielen Menschen. Das sind Geräte, die kann man ums Handgelenk tragen, wie eine Uhr. Und die zeichnen sowohl Licht als auch Aktivität auf. Und da kann man Hunderte von verteilen, je nachdem, wie viel die DFG bezahlt. Und Sie sehen, dass man sehr klar erkennen kann, dieser Mensch fährt wahrscheinlich mit dem Fahrrad irgendwie in die Arbeit, deshalb hat er viel Aktivität an Wochentagen anfängen. Dann sitzt er meistens rum, Sie sehen, die Aktivität ist weniger, am Nachmittag ist mehr Aktivität da und Sie sehen klar, wo die Leute wach sind und wo die Leute schlafen. Aber Sie sehen auch, dass in diesem Schlaf immer noch eine Restaktivität da ist.
Und was ich den Rest dieser, des Vortrages, den ich Ihnen jetzt, in der Inhalt des, der letzte Inhalt dieser, dieses Vortrages, ist sehr stark in der Entwicklung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dorthin kommen, wo wir hinwollen, aber das sind ganz moderne Entwicklungen, die wir jetzt machen und die deshalb so viel Spaß machen, aber das muss alles noch genau untersucht werden. Aber wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, da ist noch Aktivität im Schlaf, dann schauen wir uns die doch mal einfach näher an, diese Aktivität. Und dann sind wir da jetzt dabei, Algorithmen, also mit mathematische Methoden zu entwickeln, um aus diesem Restaktivität Informationen zu sammeln. Und dann kann man sehen, dass diese Restaktivität, oder wenn man sie umdreht und sagt, wann im Schlaf, zu welchem Zeitpunkt ist man vollkommen immobil und wann bewegt man sich und wann wieder nicht und wann bewegt man sich, dann finden wir, dass dieses einen 90-Minuten-Rhythmus hat, den wir auch schon aus der Schlafforschung kennen. Und wenn wir diesen Immobilitätsindex jetzt umsetzen, dann können wir, hier haben Sie die Aktivitätsmessungen gesehen, und jetzt können wir hingehen und den Schlaf in seinen Strukturen abbilden. Und jetzt sehen Sie wieder ganz klar das, was Sie schon aus den Schlaftagebüchern kennen, dieses Galoppieren, dieses freitags nach New York fliegen und montags zurück und unter der Woche viel zu wenig Schlaf bekommen. Das können wir jetzt messen bei ganz, ganz vielen Menschen und nicht nur bei Einzelnen, die ins Schlaflabor kommen, sondern bei Hunderten. Ich habe Ihnen gesagt, dass diese Aktivitätsmessgeräte, diese Aktimeter-Uhren, wenn man so will, dass die auch Licht aufnehmen. Und hier sehen Sie das Lichtprofil, das von dieser Uhr aufgenommen worden ist für die gleiche Versuchsperson. Jetzt haben wir vor ein paar Jahren eine völlig neue Betrachtungsweise entwickelt, mit der wir erklären können, wie das Licht auf die innere Uhr wirkt und wie das Licht die innere Uhr, den Innentag, kürzer oder länger gestaltet, sodass damit die Synchronisation der inneren Uhr an den Lichtdunkelwechsel vollzogen ist. Wenn wir diese Mathematik nehmen und jetzt nur die Lichtprofile benutzen, um vorauszusagen, wo die innere Uhr sich von Tag zu Tag hin bewegt, dann können wir etwas berechnen, was wir ein Schlaffenster nennen. Das heißt also, es fängt an mit dem Mittschlafphase, mit dem Chronotypus. Wir wissen, wie viel Schlaf dieser Mensch braucht. Und deshalb können wir einen Korridor aufzeichnen und sagen, aufgrund der Lichtexposition dieser Menschen bewegt sich dieser Korridor ein bisschen später, ein bisschen früher, ein bisschen später. Aber im Grunde ist es hier in diesem Fall sehr stabil. Wir können also aufgrund der Lichtexposition hingucken, was die innere Uhr macht. Ganz einfache Mittel. Auch das lässt sich wieder mit Hunderten von Menschen machen. Ich habe es mit mir selber gemacht. Was Sie hier sehen, ist ein Flug nach Japan. Das ist mein Schlaf. 2 Tage, bevor ich abgeflogen bin, dann in Japan und dann wieder zurück. Und da konnte ich jetzt zum ersten Mal sehen und konnte ich bisher, ich hoffe in Zukunft, dass ich es richtig online sehen kann, aber heute muss ich immer noch 6 Wochen warten, bis ich die Daten runterlade und berechne und so weiter. Aber ich konnte rückblickend sehen, endlich warum ich so große Schwierigkeiten habe, mich an Japanzeit anzupassen. Was ich viel weniger habe, wenn ich nach Westen fliege. Das liegt daran, dass ich mit meinem Körper von München nach Tokio fliege und das ist nach Osten. Was meine innere Uhr macht, die sagt, ich fliege nicht nach Osten, ich fliege andersrum. Die fliegt nach Westen. Und deshalb braucht die so lange. Schauen Sie mal, die ist angekommen, dort, wo sie eigentlich sein sollte, als ich schon wieder zurückgefahren bin. Und jetzt kann man, und das ist jetzt anekdotisch, das ist, muss man erst alles genauer untersuchen und mit großen Zahlen, aber jetzt kann man rückblickend mal hingucken und da kommt man zu ganz erstaunlichen Dingen. Ich habe nämlich 2 Vorträge in Japan gehalten. Von dem einen dachte ich, der ist nicht so gut gegangen. Da habe ich immer nach Worten gesucht und hatte nicht so richtig Pep und habe das nicht so richtig rüberbekommen. Hinterher habe ich einfach eingetragen, wann war dieser Vortrag. Der war in der Mitte meiner Nacht, meiner internen Nacht. Der nächste Vortrag war zu dem Zeitpunkt, an dem ich sowieso immer am besten drauf bin, und das ist an meinem internen Abend.
Stellen Sie sich mal vor, ein Geschäftsmann könnte auf einem iPhone nachgucken und sagen, morgen habe ich einen Termin oder in der nächsten Woche habe ich einen Termin und meine innere Uhr wird da gerade in seiner Mitternacht sein. Diesen Termin wollen wir mal lieber woanders hinlegen. Okay, komme ich zum Schluss. Wenn wir das jetzt alle diese Erkenntnisse zusammentun und viele dieser Erkenntnisse, müssen Sie wissen, kommen aus ganz anderen Versuchen als einfach nur Menschen zu befragen, sondern biochemischen, molekularbiologischen Versuchen im Labor an Zellen oder an Algen oder an Schimmelpilzen, in denen wir Molekularbiologie machen und ganz viele Versuche machen können. Daher haben wir die Ideen für, wie wir die innere Uhr verstehen können beim Menschen. Es ist also ganz wichtig, dass Sie über eine breite Palette hin arbeiten, methodisch und konzeptionell, um dieses Phänomen zu verstehen. Hier sehen Sie die auch wieder ungefähr 4 Wochen Aufzeichnung von einem Schichtarbeiter. Und dieser Hintergrund zeigt Ihnen, wann die Frühschicht war, die Spätschicht und die Nachtschicht. Und wieder sehen Sie hier den Schlaf, Aktivität. Wir haben von diesen Schichtarbeitern auch Lichtdaten über die täglichen Lichtexpositionen, die diese Menschen ausgesetzt sind. Und wenn wir jetzt diese Lichtdaten nehmen, dann können wir mit unserem Algorithmus den Korridor oder das Schlaffenster berechnen. Und Sie sehen, dieses Schlaffenster liegt nicht unbedingt immer außerhalb der Arbeitszeit. Und wenn wir jetzt dieses Schlaffenster nehmen, haben wir auch das Wissen, von wann darf der Mensch schlafen. Der darf zum Beispiel nicht schlafen, wenn er gerade auf dem Weg zur Arbeit ist oder bei der Arbeit oder auf dem Weg nach Hause. Diese Informationen haben wir alle und deshalb können wir dem Computer sagen, sag doch uns mal voraus, wann diese Schichtarbeiter schlafen würden aufgrund ihres Lichtprofiles unter der Prämisse, dass der ein bestimmter Chronotyp ein bestimmtes Schlaffenster hat und er sollte so nah wie möglich an seinem Schlaffenster schlafen, aber wenn er nicht schlafen kann, dann muss er halt woanders schlafen. Wann anders? Und dann sagt der Computer, also nach meinen Berechnungen müsste dieser Mensch, und das ist jetzt nicht aus den Schlafdaten oder auf den Aktivitätsdaten, sondern rein aus den Lichtdaten. Aus unserer Berechnung müsste der Mensch hier schlafen. Wir haben natürlich auch die Schlafzeiten. Und jetzt können wir hingehen und sagen, wo haben die denn geschlafen? Und der Computer ist mittlerweile verdammt gut, wie Sie sehen. Das war der Schlaf dieses Schichtarbeiters. Dass der hier eine Nacht durchgemacht hat und hier ganz viel ausgeschlafen hat, konnte der Computer nicht wissen. Das ist aber der Fall. In allen anderen Situationen liegt unsere Voraussage verdammt gut, obwohl es sich hier um ein biologisches Wesen handelt, wo ganz viel Eigenständigkeit drin ist und man eigentlich vermuten müsste, im Alltag ist das Rauschen so groß, dass man nichts voraussagen kann. Aber es lässt sich, wenn Sie genug Informationen haben, voraussagen. Hier ist nochmal dieser 90-Minuten-Rhythmus. Ich erinnere Sie daran, dass also die Immobilität einen 90-Minuten-Rhythmus hat. Ähnlich wie, das ist ein Lehrbuch, wir sagen nicht, dass das hier jetzt die Schlafphasen sind, sondern einfach nur, dass auch die Restaktivität, die wir dort messen können, etwas zu tun hat mit dem 90-Minuten-Rhythmus, den wir aus den sich abwechselnden Schlafphasen her schon kennen. Sie sehen es hier gleich, das ist auch ein Schichtarbeiter. Sehr, sehr rhythmische Inaktivität bei diesem Schichtarbeiter. Und jetzt können wir anfangen, und wie gesagt, das sind alles erst vorläufige Ergebnisse, jetzt können wir anfangen, Algorithmen zu entwickeln, die uns sagen, wie gut war der Schlaf aufgrund von den Schlafstrukturen. Und da es alles wunderbare Experimente sind, die Schichtarbeiterwelt oder die Zeitumstellungswelt uns liefert, das sind echte Experimente, können wir jetzt rausfinden, sehr viel mehr über die Schlafstruktur und da gehe ich nicht näher drauf ein, aber von Tag zu Tag können wir fragen, welche Art diese Schlafstruktur zu berechnen, ist denn am besten dran, an dem zum Beispiel, was die Menschen sagen, über die eigene Einschätzung der Qualität des Schlafes. Und dafür gibt es bisher sehr wenig Korrelate in der Messung des Schlafes. Wir glauben, dass wir da jetzt hinkommen, voraussagen zu können, dass wir objektive Messungen für die subjektive, ich habe gut geschlafen, ich habe nicht gut geschlafen, schaffen können. Hier sehen Sie also einen Schichtarbeiter.
der ein Spättyp ist, eine Folge von Frühschicht, oder ist das Nachtschicht? Nee, das ist, glaube ich, Frühschicht. Das fängt um 6 Uhr an. Ja, das ist Frühschicht. Frühschicht, freie Tage, Spätschicht, freie Tage, Nachtschicht. Der hat eine so unglückliche Kombination aus Chronotypus und Schichtplan, dass der sich so bewegt, dass die innere Uhr fast anfängt freizulaufen und der 14 Tage lang, wenn nicht noch länger, wir haben ja nicht länger aufgezeichnet, völlig außerhalb seines Schlaffensters schlafen muss. Das ist genau die Situation, die wir versuchen in unserer Forschung zu vermeiden. Diese Situation sollte vermieden werden. So, jetzt haben wir einen weiten Bogen gemacht von vielen, vielen Dingen, die Ihnen sicherlich noch im Kopf hoffentlich rumgehen. Man kann ganz, wenn ich das zusammenfasse, was ich versucht habe, heute Abend Ihnen zu erzählen, ist, begreifen Sie, dass in allen Abläufen Ihres und von allen anderen Menschen auch, Ihres Inneren, in Ihrer inneren Biologie, in Ihrer Physiologie und Ihrem Verhalten eine Individualität der Zeit liegt und es die Innenzeit ist, die das berücksichtigt, die das bestimmt und nicht die Außenzeit. Und dass jede Art von Forschung, die auf Außenzeit basiert, aber medizinisch-biologische Phänomene misst, vorbeischießt, weil sie eine riesen Unschärfe reinbringt. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel einen depressiven Jugendlichen, dessen innere Uhr sehr, sehr spät wird, wenn Sie denen einen kognitiven Test vorlegen, um 10 Uhr morgens, und Sie machen das immer um 10 Uhr morgens, und das vergleichen dann mit Normalpersonen, dann ist es so, dass Sie den einen wirklich am frühen Morgen testen, nach Innenzeit, den anderen zu seiner Mitternacht. Und jetzt denken Sie, dass Sie Messungen, die Unterschiede in den Messungen, die Sie gemacht haben, etwas zu tun haben mit, dass der eine schizophren oder der eine depressiv ist und die anderen gesunde Probanden. Aber es hat nur was damit zu tun, dass Sie zu einer völlig falschen Innenzeit gemessen haben. Und wenn Sie die gesunden Personen um Mitternacht gemessen hätten, hätten Sie vielleicht überhaupt keinen Unterschied zwischen den Gesunden und den Depressiven rausbekommen. An diesen Studien sind natürlich ganz viele Menschen beteiligt, auf die ich jetzt nicht alle eingehen werde, aber vielen Dank für alle, die da mitmachen. Es ist ein Riesenteam. Ich glaube, moderne Forschung ist nicht mehr Ego-Forschung, sondern es ist Teamforschung. Und Teamforschung macht sowieso viel mehr Spaß als Ego-Forschung. Das ist ein Riesenteam auf der ganzen Welt verteilt und die sind alle freudig und gespannt mit dabei. Es gibt natürlich auch Leute, die für diese wichtigen Dinge Geld geben. Und ich schulde Ihnen noch was. Ach, den lassen wir jetzt. Okay, am Abend kommt der Motorradfahrer zurück und denkt sich, ich versuch's nochmal. Ich frage den nochmal, wie viel Uhr ist es? Worauf der Bauer wieder an das Skrotum seines männlichen Esels greift und sagt, es ist 7:15. Und dann sagt der Mutter, verdammt nochmal, das ist genau 7:15, wie machen Sie das? Für diejenigen, die das nicht gesehen haben, der schwere Sack des Esels musste hochgehoben werden, damit der Bauer an die Kirche umgucken konnte. Womit ich sagen will, es ist nicht alles biologische Uhr, aber sie ist sehr wichtig. Vielen Dank.